Radio SAW. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englischlehrer Ted Stanetzky. Heute Ellie Goulding. Power. Klasse übersetzt von der 9B der Ganztagsschule an der Wasserburg in Egeln. Jean-Pierre, Pia, Lina, Michaela und Emma über ein perfektes Paar. Oder etwa nicht? Painted to pure perfection. Wir hatten eine richtige Bilderbuchbeziehung. Wir haben uns körperlich und mit unseren Gefühlen nicht wehgetan. Du hast mich auf Distanz gehalten und hast keine Fragen gestellt. Da ist etwas faul. Da stimmt was nicht. Ich drücke meine Finger zusammen. Ich muss meine Lektion lernen. Wunderschöne Lügen einer Freitagnacht. Ich fange an zu überlegen, wo wir den Zauber verloren haben. Den Kopf in den Wolken. Wir reden viel zu laut. Er ist kalt wie Eis und sie scheint ihre Gefühle einzufrieren. Alles, was ich höre, ist zu steif. Ich bin kein materielles Mädchen. Und alles in deiner Welt fühlt sich wie Plastik an. Deine Krone zu tragen, zieht mich runter. Du willst nur Stärke zeigen. Du bist nicht bereit für eine Liebe. Nach der Trauer kommt vielleicht ein neuer Aufbruch. Aber im Moment überwiegt das Mitleid mit ihm. No, I'm not chasing paper. Ich will dich nicht gleich heiraten, aber ich meine es durchaus ernst. Entweder du meinst es ernst oder es ist vorbei. Deine Selbstverliebtheit ist so langweilig. Entschuldigung, dass ich dich ignoriere. Ein Funke Hoffnung ist noch da. Reden, aussprechen, neu beginnen. Es ist möglich. Deine gedankenlosen Aktionen zerstören alles. Alles, was du machst, ist so doof, als ob du mich verarschen möchtest. Vielleicht brauchen wir einen Neuanfang, damit ich dich wieder wertschätzen kann. Ellie Goldings Power. Klasse übersetzt von der 9B der Ganztagsschule an der Wasserburg in Egeln. Habt ihr auch Power? Dann bewerbt euch auf radiosaw.de. Und schon bald gibt's diesen ganz besonderen Englischunterricht bei euch in der Klasse. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Nur hier auf Radio SAW.